Lieber Peter Gauweiler, dass du jetzt wieder das Thema Europa, das sich seit damals durchzieht und eine ganz neue Dimension gewonnen hat, wenn ich bedenke, über was für Nichtigkeiten wir damals diskutiert haben und was für Probleme da jetzt da sind, dann ist das enorm. Und ich freue mich, du bist kein Minister, du bist niemand, der mit dem entsprechenden Tross reist, aber du hast uns zugesagt, heute nach Bad Staffelstein zu kommen. Und ich bin heute vor der Veranstaltung mehrfach angesprochen worden. Ich bin gespannt, was er über Europa sagt, was er uns so darüber erklären kann. Ich mache dir keine Vorgaben für deine Rede, aber du kannst sicher sein, das bewegt die Menschen in einem weitaus tieferen Maß, als man sich das vorstellen kann. Und deswegen darf ich dich hier im Bad Staffelstein ganz herzlich begrüßen und freue mich außerordentlich, dass du unsere politische Sommerreihe bereicherst, dass du das tust, was wir mit dieser Reihe seit 15 Jahren machen, nämlich die Politik, übrigens ob Wahljahr ist oder nicht, jedes Jahr mit mehreren Bierzeltveranstaltungen oder heute im Freien an den Menschen zu bringen. Und du bist uns ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich mit allen, dass du da bist. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Holger Thehn, ich bin 28 Jahre alt, ich bin aus Staffelsteiner. Es ist für mich heute eine besondere Ehre, hier auf dem Schützenplatz eine Rede halten zu dürfen. Ich kann mich erinnern, ich war ein kleiner Bub und da habe ich meine Mutter mit dem Kinderwagen schon durch dieses Fest hier durchgeschoben. Und jetzt stehe ich hier und darf auch was sagen. Es freut mich besonders, dass der Peter Gauweiler heute da ist. Man hat ihn ja in den Medien immer so wahrgenommen als jemand, der auch mal gegen den Strom schwimmt. Und das macht ja auch die CSU aus. Die CSU ist eine Volkspartei. Bei uns darf jeder seine Meinung sagen und wir wollen auch letztendlich alle aus der Bevölkerung berücksichtigen. Und zum Abschluss möchte ich noch ein Thema erwähnen, das mir sehr wichtig ist. Die Monika Hohlmeier ist leider noch nicht da. Es betrifft sie insbesondere. Die CSU setzt sich schon jahrelang dafür ein, dass die Türkei kein Mitglied in der Europäischen Union wird. Und wir haben da sehr, sehr viele Watschen von der großen Schwesterpartei teilweise, aber auch vom politischen Gegner eingefangen. Und wenn ich jetzt die Medien verfolge, dass ein Staat gegen seine friedlich demonstrierende Bevölkerung mit Tränengas und Schlagstöcken vorgeht, dann halte ich die Entscheidung, die Türkei zum jetzigen Zeitpunkt nicht in die EU zu lassen, für absolut richtig. Hier in Staffelstein, das sind Freunde, Sie haben das gemerkt. Wir als CSU, wir sind eine Mannschaft und wir sind ein Team und wir haben auch Spaß. In Deutschland geht es gut, Bayern geht es besser. Und damit es auch in Zukunft so bleibt, dafür will ich mich einsetzen mit der CSU. Sie müssen wissen, ich mache Wahlkampf, ich komme von Fest zu Fest und ich treffe so viele sozialdemokratische und grüne Miesepeter, die nichts anderes zu tun haben, als unsere Heimat schlecht und niederzureden. Das will ich nicht. Wir haben eine schöne Heimat. Ich bin stolz, dass wir hier wohnen. Bei uns ist es schön, meine Damen und Herren. Ich für mich persönlich, weil wir jetzt auch gerade den Peter Gauweiler da haben und er wahrscheinlich dann ein Kollege hoffentlich am 22. ist im Bundestag, dann sage ich natürlich ganz klar, also ich würde gerne den Gesundheitsausschuss, vielleicht kann er mich ja da ein wenig unterstützen, denn als gelernte Krankenschwester, liegt mir das natürlich besonders am Herzen, besonders wenn man natürlich den demografischen Wandel anschaut, was da mit unseren Menschen passiert, die Pflege brauchen. Und da müssen wir schauen, dass wir gute Lösungen haben. Und es geht über Weiterbildung für Krankenschwestern im Bereich des Studiums. Es geht aber auch genau hinzuschauen, wie viel verdient denn so jemand. Und weiter geht es natürlich mit der Versorgung im ländlichen Raum mit Ärzten. Und das ist auch eine landespolitische Angelegenheit. Aber da stehen wir beieinander und sagen ganz klar, wenn bei uns der Mangel ist an Ärzten und wir wollen Leute, haben hier junge Leute vor Ort, die bereit sind und sagen, ja, ich mache ein Studium, ich möchte gern Medizin studieren und haben dann aber kein 1.0er Abi, dann muss es für die die Möglichkeit geben, auch mit einem 2.0er oder einem 2.5er Abi ein Medizinstudium anzufangen. Die Möglichkeit muss geben und das wollen wir auf jeden Fall unterstützen. Zum Schluss, weil unser Peter Gauweiler ein Jurist ist, sage ich auch ganz klar, man muss sich schon genau überlegen, was wir machen mit diesen Gesetzen. Eigentlich sind ja Gesetze da, dass sie uns dienen, aber im Moment hat man ein wenig das Gefühl, dass wir den Gesetzen dienen und hinterher rennen. Deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders auf die Ausführungen von unserem Peter Gauweiler, der als Querdenker, das finde ich persönlich ganz sympathisch, und dann setzen wir uns zusammen in die letzte Reihe und diskutieren ein wenig, was die Gescheiten davon machen, und darauf freue ich mich. Danke. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe sie heute zum ersten Mal erlebt, die ist gar nicht so schlecht.
Und ich finde es ganz sympathisch und auch angenehm, so die Mischung, die einem da geboten wird. Diese Krankenschwester, keine, also normalerweise ist man bei uns immer Jurist, gell? Ja, das ist okay. Aber, dass wir mal jemand in die Politik reinbringen, der diese praktische Arbeit zwischen Blutsverband und Nachttopf selber miterlebt hat und Nachtwache und weiß, was im Krankenhaus alles nicht funktioniert und sieht, wo es hinten und vorne fehlt und die Schmerzen der Patienten kennt, wenn kein Arzt da ist oder wenn übervoll ist oder wenn sie lang warten muss. Da gehen die Leute ja nie zum Chefarzt, zu dem kommt man nämlich sehr schlecht. Und dann nimmt man die von den Schwestern und von Schwestern ist der Nächste da die Jüngste. Und dass die einmal übersetzt wird und sagt, ich möchte jetzt das, was ich erlebe, mal zumindest bei den großen Quappeten in Berlin anbringen und mitteilen und sagen. Und liebe Frau Zöllner, wenn Sie das durchhalten, was Sie sich da vorgenommen haben, und dann da reingehen und sagen so, bei mir ist es ganz kurz her, dass ich das und das und das und das erlebt habe. Das, wie man bei der Pflege zwischen Theorie und Praxis unterscheidet, zwischen den Wartezeiten, zwischen der ewigen Rumstreiterei für die Medikamentenverschreibung. Ich will euch mal sagen, wie es ist und ich bin nicht irgendwer, ich bin die Bundestagsabgeordnete vom Landkreis Lichtenfels und ich bin die Nachfolgerin von dem Gutenberg und ich sage euch das jetzt, wenn Sie das schaffen, dann ist das große Klasse und dann haben Sie vom Schwarzen Peter die Unterstützung. Ich war nämlich auch gegen den Einsatz in Afghanistan. Ich war gegen den Irakkrieg. Ich bin mit dem früheren Verteidigungsstaatssekretär von Helmut Kohl, Willy Wimmer, 4 Tage vor dem Bombenangriff auf Bagdad, der Amerikaner, nach Bagdad reingeflogen, auf Einladung des Patriarchen von Babylon und auf Vermittlung dieser Reise durch einen gewissen Kardinal Ratzinger in Rom. Der sagte, wir müssen deutlich machen, dass wir hier nicht einen neuen Kreuzzug machen. Und wer meint, er könne hier jetzt militärisch eingreifen in diesen riesigen Kriegsgebieten, der behandelt ein Krebsgeschwür so, wie wenn einer mitten hineinsticht und meint, dass es besser wird. Einer der folgenreichsten Sätze der deutschen Politik war der Satz des früheren Verteidigungsministers Struck, Gott hab ihn selig, war persönlich netter und untadeliger Mann, der sagte, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist großer Quatsch. Deutschland wird in der Münchner U-Bahn verteidigt. Deutschland wird an vielen kriminogenen Zentren, in den Ballungszentren unserer Metropolen verteidigt. Am Ende, darauf kommt es ja, da kommt es ja letzten Endes drauf an, der heilige Feit vom Staffelstein, der hilft nicht nur dem, der sich in die ganze Gruppe eingliedert und immer nur mitmacht und den Kopf sagt und ja, da haben Sie recht und dann sagt einer das Gegenteil, ah ja, da haben Sie auch wieder recht und dann sagt einer, ja, du kannst doch nicht beiden recht geben, ja, da haben Sie recht, das haben Sie aber ganz gescheit gesagt, ja? Sondern der auch mal das Mal aufmacht und sagt, wofür wir überhaupt dastehen. Das ist doch die Bedeutung unserer Aufgabe, die wir haben. Herr Gauweiler, steckt in dem, was Sie sagen, nicht der versteckte deutsche Nationalismus, dass Sie gar so Skepsis gegenüber dem Programm der europäischen Integration äußern. Ich habe Ihnen dann erklärt, darf ich mal eins sagen, mit dem Berliner Nationalismus. Ich komme aus Bayern. Wir haben da eigentlich schon genetisch eine natürliche Distanz. Und irgendwann mal sage ich Ihnen auch, es ist mir gleich, ob jetzt über die Art und Weise, wie breit unsere Straßen sind und was die Landwirtschaft düngen darf und was sie nicht darf und was an unseren Universitäten gelehrt werden soll und nicht gelehrt werden darf und wie unser Rundfunk verfasst werden soll und der Bayerische Rundfunk und nicht verfasst sein soll, ob das uns von Berlin vorgeschrieben wird oder von Brüssel. Das ist, Entschuldigung, von München gleich weit entfernt. Aber dass uns das beide vorschreiben, und dann meistens noch mit unterschiedlichen Anweisungen und Ergebnissen, das packen wir nervlich nicht. Und das passt nicht in eine Zeit, wo man immer von Demokratie und Selbstbestimmung redet.
Es wird noch nie so viel von Demokratie und Selbstbestimmung geredet wie heute und noch nie kriegt man von allen möglichen Leuten, die hier nicht gewählt werden, Vorschriften, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hat ja auch mit Demokratie nicht wirklich was zu tun. Aber Politik ist jetzt nur mal, bitte entschuldigen Sie den undelikaten Ausdruck, Politik ist Interessenvertretung. Der große General de Gaulle hat immer gesagt, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Und die Menschen haben Interessen, sie gehen nicht zur Wahl, um Freundschaften zu schließen. Außer mit mir, das ist eine andere Frage. Ja? Sondern sie wollen ihre Interessen vertreten haben. Wer die ganze Welt umarmen will und die eigenen Leute vergisst, der handelt inhuman, selbst wenn er das Gegenteil behauptet. Und das ist auch ein Kernproblem. Das ist für mich. Ich habe gesagt, dass die Franken waren die ersten jenseits der Alpen, die sich in der Nachfolge der Römer gesehen haben. Oder? Für unsere Bundestagskandidatin, Emmy Zöllner, wobei ich bei dieser Stelle auch mich mit Sympathie an den Karl Theodor von und zu Gutenberg erinnere. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein hervorragender Politiker. Und es war etwas Widerliches, die Art und Weise, wie sie ihn fertig gemacht haben. Das ist ja auch so eine missliebige Qualität unseres politischen Betriebs. Und der ist immer hoch willkommen und ich habe vor dem alle Achtung. Und wenn Sie ihn sehen, sagen Sie ihm einen schönen Gruß von mir. Und ich bitte Sie um Solidarität für den Jürgen Baumgärtner, Ihren Direktkandidaten, mutigen Offizier für die Landtagswahl und um den Zweitstimmenkandidaten, den Herrn Thehn, der das Wissen über die Finanzen und die Sparkassen mit einbringt. Und dann habe ich noch vergessen, den Oliver Schwemmlein, der ist ein ganz sympathischer Beruf, der fehlt auch in der Politik hinten und vorne, der ist nämlich Koch. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu dessen Schutzheiligen der heilige Laurentius gehört, der bekanntermaßen auf einem Rost das Martyrium erlitten hat. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Lassen Sie sich nichts gefallen. Sorgen Sie dafür, dass wir unsere Souveränität verteidigen. Es geht Brüssel einen Scheißdreck an, wie wir unser Wasser organisieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich bitte Sie um Solidarität für meine Freunde und wenn Sie nur ein bisschen Solidarität übrig haben, ein kleines bisschen, dann geben Sie die bitte mir. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren und auch Ihnen alles Gute zum anstehenden Wahlkampf. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und schön, dass Sie bei uns in der Partei sind, weil so eine Partei macht es dann auch aus, dass wir solche Köpfe haben wie den Dr. Peter Gauweiler. Vielen, vielen Dank. Applaus